Buonasera, buonasera, meine Freunde. Schalke von ist der Schalke wieder. Wir tippen heute den 16. Spieltag. Letztes Mal haben wir den 15. Spieltag getippt. Das war das erste Mal, dass ich einen Spieltag getippt habe. Aber das habe ich mit meinen Kindern zusammen gemacht. Außer Schalke habe ich nicht getippt, weil da bleibe ich so. Schalke tippe ich nicht mehr. Ich gucke mir lieber immer die Spiele an, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, jetzt packen wir das, haben wir auf die Fresse gekriegt. Diesmal habe ich nichts gesagt und gewonnen. Und deswegen bleibe ich dabei. Aber wir haben mit meinen Kindern wieder zusammen getippt. Letztes Mal haben wir nicht gut getippt. Von 9 Spielen haben wir 3 Tendenz. Lagen wir richtig, aber das Ergebnis war Katastrophe. Aber Tendenz war richtig. Freiburg hat gewonnen. Unentschieden bei Union Berlin. Da habe ich meine Kinder gesagt, das muss besser werden. Aber ich muss jetzt von den Abonnenten einen herausheben, muss ich sagen. Ansonsten haben viele ja auch getippt von den Community, sagen wir Community, auch mit Tendenz. Aber ich muss einen hervorheben, er hat nur ein Spiel getippt, das war Schalke. Und da schreibt er, am Wochenende kommt die Wende. 4-0 für uns. Okay, und danach alle Tore durch Kolisinan. Aber zu sagen, wir gewinnen 4-0, so sicher war der. Ey, Respekt, das ist der Arvid Fries. Arvid Fries, wenn du das hörst, du kriegst von uns einen Daumen hoch. Du hast 4-0 für Schalke getippt. Und meine Kinder, bin ich ehrlich, die haben dich gefeiert. So, jetzt tippen wir den 16. Spieltag, wenn ihr Bock drauf habt. Meine Kinder haben den 16. Spieltag getippt. Ich habe nur genickt, ja oder nein, haben wir darüber diskutiert. Schalke habe ich überhaupt nicht mitgetippt, aber mit den anderen Ergebnissen waren wir zusammen. Dann fangen wir an. Freitagabendspiel Union Berlin gegen Leverkusen. Haben wir gesagt, wir gewinnen. Union Berlin gewinnt 2-0. Weil Union Berlin stark spielt zurzeit, heimstark auch. Haben die Dortmunder besiegt zu Hause. Und Leverkusen hat jetzt in der Woche gespielt, 4-1 gegen Frankfurt gewonnen, haben schwere Beine. Und Berlin ist eine Mannschaft, die ist wirklich hart. Im Leben haben wir gesagt, 2-0 für Union Berlin. Ja, dann die Samstagsspiele. Werder Bremen gegen Augsburg. Waren wir uns einig, das wird ein Unentschieden 1-1. Dann Dortmund gegen Mainz 05. Da waren wir uns einig, Dortmund haut die weg, 4-0. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen nicht, dass eigentlich Dortmund gewinnt, weil wir ja Schalker sind. Wollen wir eigentlich nicht, aber da Mainz auch schlecht drauf ist und da Mainz vor uns, jetzt nicht mehr, jetzt stehen sie ja hinter uns, aber die sollen nicht gewinnen, weil es geht ja für uns um den Klassenerhalt. Da haben wir gesagt, Mainz kriegt auf die Fresse. Sorry, Dortmund hat jetzt auch gegen Leipzig gewonnen und da werden sie 4-0 gewinnen, die Dortmunder. Köln gegen Hertha, da waren wir wussten wir nicht jetzt. Köln, Hertha. Aber dann kam man zum Entschluss, Köln muss verlieren, weil die stehen vor uns und Hertha hat jetzt in Bielefeld verloren, muss was gut tun und da die Kölner eine schlechte Serie zurzeit haben, werden die zu Hause 1-2 verlieren. Wolfsburg gegen Leipzig. Ja, da waren wir am Diskutieren. Aber im Endeffekt haben meine Kinder entschieden, haben gesagt, Leipzig gewinnt in Wolfsburg 2-0. Ich habe gedacht, ich hätte mehr auf Unentschieden getippt, aber meine Kinder haben gesagt, 2-0 gewinnt Leipzig. Okay, dann gewinnen die 2-0. Hoffenheim gegen Bielefeld. Ja, Hoffenheim hat gegen uns 4-0 verloren, aber wir dürfen uns auch nicht vom Ergebnis täuschen, weil wir wissen alle, die ersten 30 Minuten hätte der Fährmann nicht so gut gehalten, hätte Hoffenheim führen können, ganz locker. Und Bielefeld darf auch nicht gewinnen, sagten meine Kinder. Und ich bin auch der Meinung, die dürfen nicht gewinnen. Und ich hoffe, dass Hoffenheim 2-0 gewinnt. Unser Tipp 2-0 für Hoffenheim. Dann das Abendspiel VfB Stuttgart gegen Gladbach. Da kam man direkt zu einem Entschluss. Gladbach gewinnt in Stuttgart 2-0. Stuttgart auch gut drauf. Aber Gladbach durch nach der den Sieg gegen Bayern lagen die 2-0 zurück und haben dann noch das Spiel gedreht. Da denke ich mal, das ist eine Motivation für die Gladbacher. So einen Schub haben die dann bestimmt gekriegt. Und deswegen sagen wir, wird ein ganz hartes Spiel, aber die Gladbacher gewinnen 2-0 in Stuttgart. Ja, dann Sonntag Bayern gegen Freiburg. Da war sofort entschieden, Freiburg wird eine Reise kriegen, 4-1, da die Bayern jetzt verloren haben im Pokalspiel, womit ich niemals gerechnet habe. Ich habe ja gestern im Livestream ja gesagt, dass die Bayern das locker
70% geben. Aber sieht man, ich habe mich getäuscht. Und wenn die Bayern jetzt voller Wut, die werden voller Wut sein und da werden sie die Freiburger, glaube ich, auch abschießen, haben wir uns entschieden. 4-1 für Bayern. Ja, und dann das Abendspiel Sonntag, Frankfurt-Schalke. Ich habe mich auf jeden Fall rausgehalten, weil ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Wir haben 4-0 gewonnen, aber ist eine schöne Sache gewesen. Nach 30 Spielen haben wir den Rekord gestoppt, aber ich bleibe trotzdem noch vorsichtig, weil Frankfurt ist ein harter Gegner, Frankfurt ist schwer, sind auch zurzeit auch gut drauf, auch wenn die jetzt das Pokalspiel 4-1 verloren haben, aber trotzdem, in Frankfurt haben wir seit 2010 nicht mehr gewinnen können. Mein Sohn sagt, Papa, dass wir Zeit, dass wir diese Serie auch knacken. Beide haben gesagt, wir gewinnen 1-0 in Frankfurt. Ich sehe skeptisch. Ich habe gesagt, wäre schön. Ich wäre schon mit einem Punkt zufrieden. Aber Frankfurt ist ein heißes Pflaster und das wird schwer. Wird schwer. Deswegen, ich tippe nicht. Aber meine Kinder sind selbstbewusst. Die sagen jetzt, wir gewinnen 1-0 in Frankfurt. Okay. Schreibt mal ihr in die Kommentare, wie ihr wieder tippen würdet. Und wie gesagt, wenn ein Tipp wieder so herauskommt, wo ich sage, wow, wie der Arvid Fries, der 4-0 für Schalke gegen Hoffenheim getippt hat, werde ich das wieder erwähnen. Danke für eure vielen Kommentare oder Tipps, die ihr jetzt reinschreiben wird, hoffe ich. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ach, schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Glück auf, euer Schalke.